Danke, Leute. Ich mache euch mal, machen wir das am Ende vom Stream. Ich mache am Ende vom Stream. Die Like-Kiste ist ultra voll, weil ich lange nicht mehr gestreamt habe, aber irgendwie trotzdem Likes gekriegt habe anscheinend. Servus. Was geht jetzt hier ab? So, ich habe mir gedacht, ich streame mal wieder auf YouNow, um mal zu sehen, ob sich jetzt was verbessert hat. Und wie es aussieht, ja, und habe mir gedacht, ich schaue einfach mal rein. Sieht voll krass aus bei dem Licht, Alter. Das fängt ja gut an. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, dann mal 10 Minuten online und schon spackt der Stream rum. Vielen Dank für die ganzen Likes, Leute. Alter, wie lange bin ich jetzt online? 6 Minuten, 5 Minuten, nicht einmal 5 Minuten. Haben schon über 1000, haben schon über mehrere 1000 Likes, Alter. Was zur Hölle? Was geht denn hier ab, ey? Habt ihr mich so vermisst auf YouNow, oder was? Ach, voll übel. Nach 5 Minuten online schon wieder 500, schon wieder 50 Zuschauer. Oh, das ist so übel, ey.
Finde ja schon wieder gut an hier. Was zur Hölle? Voll die Spinne. Dankeschön. Ich überlege gerade. Jetzt schon wieder an, ey. Mit Gebettel müsstest du dich ja auskennen. Das ist ja deine ganze Lebensexistenz. Servus Alex. Hast du geschrieben? Da wecket das Bäuchlein. Was? Was für ein, was heißt denn wecket? Ich bettel überhaupt nicht. Ich habe weder um Likes gebeten oder drum nachgefragt, noch nach Likes, noch nach sonst irgendwas. Weder nach Likes, noch nach Likes, aber gut. Weder nach Likes, noch nach Barren oder so habe ich gefragt. Bettelst nach Lego. Ich bettel nach überhaupt nichts. Was auf meiner Amazon-Wunschliste drauf ist, ist drauf. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Wieso vibriert dein Bauch so? Mein Bauch vibriert überhaupt nicht. Ich wackel mit dem Fuß. Irgendwie wird es langsam zum Running Gag. Immer wenn ich am Streamen bin. Kurz die Polizei da. Bin gleich wieder da, Leute.
Was ist denn hier los? Warum ist die Musik so leise? So, da bin ich wieder. Vielleicht mache ich wieder Fischl-Streams, aber wahrscheinlicher ist eher, dass ich es wenn dann auf YouTube mache. Fear of the dark. Fear of the dark. Fear of the dark. Wir kommen zurück, nicht zu früh, bitte. Ich bin im Moment noch nicht impressed. Nein, man muss nicht spenden, damit ich Nachrichten lese. Ich schaue mich gerade nur auf Juno ein bisschen um. Aber ich glaube nicht, dass ich besonders begeistert bin aktuell. Es hat sich nach wie vor nicht wirklich viel geändert. Oder sagen wir es so, es hat sich schon einiges geändert, aber leider nicht das, was man ändern hätte müssen, um ein positives Ergebnis zu bekommen.
Fear of the dark. Fear of the dark. Auf Juno ist der Vorteil, man kann mit etwas weniger Leuten streamen. Man hat nicht gleich so viele Zuschauer wie bei YouTube. Bei YouTube, wenn ich online gehe, habe ich instant 200 Zuschauer. Das Lied gerade war Fear of the Dark von Iron Maiden, ja. Und das hier ist jetzt ein Remastered Album oder ein Remastered Song von 2016 von dem Song Destiny von Stratovarius. Achso, verstehe. Bum 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 bum. Was hören wir uns denn an? Lass mal sehen, lass mal gucken, lass mal schauen. Ich weiß auch nicht. Empire of the Clouds von Iron Maiden. Der Song muss wohl an mir vorbeigegangen sein. Hört sich aber schon mal geil an. Na gut, kann nur geil sein, wenn es Maiden ist, ne? Danke, Unicorn. Man tut, was man kann. Für euch mag das teilweise, das habe ich schon so oft gehört, für euch mag das teilweise richtig krass wirken. Für mich ist das überhaupt nichts. Das ist für mich kein Zeichen von Stärke oder Zeichen von Kraft oder so. Für mich ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, gegen sowas zu stehen. Zwischen mir und Hans ist nie was abgelaufen. Der hat mich irgendwie mal dauernd beleidigt in irgendwelchen Streams. Und geiler Song. Der hat mich dauernd beleidigt in seinen Streams und meinte hier einen auf dicken Max zu machen. Ich meine, dick, ne? Ist nicht ungewöhnlich bei ihm. Bei mir auch nicht. War einfach Stress halt, keine Ahnung, was weiß ich. Leute, nehmt es mal nicht übel.
Alles schön und gut hier. Eine Sache vorab, bevor ich jetzt offline gehe. Ich hatte mich aus Juno ja zurückgezogen, beziehungsweise ich habe mich ja von Juno verabschiedet gehabt. Der Grund, warum ich jetzt hier bin, das gebe ich jetzt ganz offen zu und sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, denn es sieht folgendermaßen aus. Ich habe eine E-Mail bekommen von YouNow, wo es geheißen hat, wenn ich den Abo-Button, ne, behalten will, also dass ihr abonnieren könnt, dann muss ich innerhalb der nächsten 5 Tage einen Stream von einer halben Stunde machen. Deswegen muss ich mich beeilen, weil wir sind schon bei 23 Minuten. Und ja, ich habe ehrlich gesagt nicht vor, das einzuhalten. Ich wollte einfach mal hier drauf schauen und mich mal umgucken, ob sich was geändert hat, ob sich was verbessert hat vor allem. Ja. Aber ich werde jetzt gleich noch streamen, aber auf YouTube, nicht auf YouNow. Weil ich bin der Meinung, dass das hier keine Zukunft hat, so wie es weitergeht. Es sind ein paar Kleinigkeiten zum Teil, die gemacht gehört hatten auf YouNow. Und ich will die Plattform selber gar nicht schlecht machen. Aber ich habe über ein paar Jahre hin versucht, mit YouNow zu sprechen, mit YouNow zu sagen, ja, hier ist was, hier ist was, hier ist was, hier ist was, was gemacht gehört hat, was andere Plattformen längst haben, seit 10 Jahren oder so, zum Teil schon Twitch und so weiter, hat zum Teil schon 10 Jahre. Und Only Abo-Chat auf YouTube. Ja, das ist leider eine Sache, die habe ich hier auf YouNow auch, normalerweise. Die habe ich jetzt nur nicht an, weil ich lange nicht mehr da war. Ich habe auch eine sehr lange Zeit hier auf YouTube, auf YouNow auch ziemlich lange nur einen Only-Abonnenten-Chat gehabt. Ich weiß, dass es beschissen ist, dass viele dann auf YouTube abonnieren müssen, aber es ist extrem schade. Es funktioniert anders nicht. Ich habe das oft probiert. Ich bräuchte 20, 30, 40 Leute, lo mindestens, die pro Stream Mods sind. Auf YouTube könnte ich welche bestimmen und die bleiben es dann. Auf YouNow muss ich immer das pro Stream neu machen, was sehr schlecht ist. So, wie gesagt, das hat 3 Gründe gehabt, warum ich auf YouNow jetzt gestreamt habe. Einmal ist, weil ich überlegt habe, ob ich den Abo-Button schon aufgeben will. Versteht mich nicht falsch, ich könnte natürlich auch ohne Abo-Button streamen, wäre auch überhaupt kein Ding. Aber ja, ohne Abo-Button bedeutet ohne Only-Abonnenten-Chat. Was ja ohne Ende. Jetzt gerade geht's, aber wir sind jetzt gerade auch maximal 99 Leute, 100 Leute maximal. Und das bedeutet im Klartext, dass es nicht mehr so funktioniert. Jetzt gerade weiß wahrscheinlich kaum ein Hater, es wissen bestimmt ein paar, es sind auch ein paar hier, habe ich schon gesehen, aber nicht viele. Und ja, dadurch, dass es jetzt kaum jemand mitbekommen hat, ist natürlich die Sache, ja, dass es halt dingsig ist. Dass es halt keiner groß mitgekriegt hat, weil es jetzt so überraschend kam. Also, wer gerne zuschauen möchte, kann gerne auf YouTube kommen. Aber YouNow geht für mich gar nicht mehr. Ich habe es gerade schon gemerkt, als ich ein, zwei Leute gebannt habe. Die Nachrichten bleiben einfach erhalten. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil wenn ich jemanden banne, dann will ich, dass die Nachrichten verschwinden. Danke für die 1000 Barren, aber bitte lasst es. Das ändert meine Meinung nicht. Ja, deswegen tut mir echt leid für YouNow, aber wenn ihr meine Streams weiterhin verfolgen wollt, dann müsst ihr leider auf YouTube kommen oder müsst leider auf mich verzichten. So, bevor die halbe Stunde jetzt voll ist, wir sind jetzt auf Club. Was sind es jetzt, 26 oder sind es, nee, es sind 26 Minuten gewesen. Also bevor die halbe Stunde jetzt voll ist, werde ich offline gehen. Ich werde aber gleich im Anschluss auf YouTube online gehen. Wenn ihr also weiterhin zuschauen möchtet, müsst ihr leider auf YouTube kommen. Tut mir leid. Und wie gesagt, ich freue mich über die ganzen Likes und die ganze Unterstützung hier, aber wie gesagt, ich habe ja nicht darum gebeten und ich sage ja gerade extra noch, ihr braucht es gar nicht machen, weil es ändert meine Meinung nicht. Da bin ich stur. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns auf YouTube. Wenn mein Abo-Button weg ist, den Kanal werde ich, denke ich, nicht löschen. Aber ich denke nicht, dass ich nochmal streamen werde hier, außer in Ausnahmezuständen. Also, alles klar, haut rein und vielleicht bis gleich auf YouTube.